Hi, ich werde immer wieder gefragt, wie ich meine Verkaufsgespräche aufbaue und ich folge einer strikten 5-Punkte-Regel und diese Regel, die baue ich sowohl in meinen Verkaufsgesprächen ein, als auch auf meinen Funnels, auf meiner Webseite. Also der Weg ist immer der gleiche, den ich da gehe, ob ich mit dem Kunden spreche oder ob ich über eine Seite mit ihm kommuniziere. Okay, ich hatte dir ja gesagt, es sind 5 Punkte, nach denen ich immer vorgehe. Und diese 5 Punkte, die sind in wirklich jedem Verkaufsgespräch bei mir drin. Egal, ob das Face-to-Face ist oder, wie ich es gerade schon angekündigt hatte im Intro, wenn ich einen Sales-Funnel baue auf meiner Website, kannst du die mal anschauen, wenn du magst. Ich verlinke das unten. Dann sind die da auch genauso aufgebaut. Immer diese 5 Punkte sind da mit dabei. Punkt 1 ist Pain, Wish oder Need. Das bedeutet, wo sitzt der Schmerz beim Kunden, was wünscht er sich, was braucht er sich. Zweitens, die Lösung. Wie sollte die optimalerweise sein? Wie sollte der Zustand optimalerweise sein, damit diese Bedürfnisse bei meinem Kunden gedeckt sind? Und drittens, was kann mein Produkt tun, dass diese Lösung hergestellt wird? Viertens, Proof. Was hast du schon für Erfahrungswerte vorzuweisen, Testimonials und so weiter und so fort, die bestätigen können, dass dieses Produkt diese Lösung für deinen Kunden herbeiführen kann. Und fünftens, ganz, ganz wichtig, CTA, kennst du wahrscheinlich schon, Call to Action. Ruf deinen Kunden dann zu einer Handlung auf. Also nochmal, wo tut's weh? Was ist der Wunsch oder was braucht dein Kunde? Was ist die perfekte Lösung? Wie sollte die optimalerweise sein? Was kann dein Produkt tun, damit diese Lösung hergestellt wird? Kannst du es beweisen? Wenn ja, dann bitte jetzt an der Stelle. Und am Schluss Call to Action, Abschlussfrage, ruf den Kunden zu einer Handlung auf. Also probier das gerne mal aus. Pain Wish, Solution, die Lösung, dein Produkt, Beweise und Call to Action. In diesem Sinne, letzter Call to Action, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und hinterlasse mir gerne einen Kommentar. Bis bald, dein Uwe.